denn? Geschrien hat jemand. Ich höre nichts. Jetzt nimmer. Und dein Auto ist weggefahren. Ein Auto? Du musst nachschauen gehen. Ja, wir sollen jetzt mit dem Auto mitten in der Nacht. Wie spät ist denn? Noch 1:30. Die Gnädige. Siehst du das, Willi? Da ist was. Ja? Ja, ich komme sofort. Die Frau, Sie haben mich gerufen. Willi. Um Gottes Willen. Willi. Ja, Frau. Wir sind da mit dem Auto fortgefahren. Da war doch ein Auto. Ich habe nichts gehört, Frau. Hier bei Hennerscheid. Ja, Herr Doktor? Ja, wieder ein Anfall wahrscheinlich. Ja, die Tropfen inzwischen, ja. Ja, ich mach das Tor auf, Herr Doktor. Jawohl. Kommt, Herr Doktor. Kommt sofort, nee, Frau. Helfen auch nichts mehr, die Tropfen. Ja, ich lasse dich jetzt einen Moment allein, nee, Frau. Ich muss ja das Tor aufmachen für den Doktor. Guten Abend, Herr Doktor. Ist es schlimm? Das Übliche. Ich trage in die Tasche, Herr Doktor. Nein. Und ein Auto ist weg? Ja, ein Auto ist weg, das Blaue. Das Blaue? Und dann ist der Junge hergefahren. So spät noch in der Nacht. Hast du nicht nachschauen können in seinem Zimmer? Ich werde im Zimmer vom jungen Herrn nachschauen. Was geht mich das denn an? Zuerst klopfst. Und wenn sich nichts rührt, dann gehst du hinein, wenn er nicht zugesperrt hat. Schließlich, wenn die gnädige Frau einen Anfall hat. Ach, ich weiß nur... Ach, ich kann nicht nachschauen, oder? Das ist eine große Familie. Wie groß? Nicht eine zahlreiche Familie, sondern eine große Familie. Alte Familie. Hennerscheid. Sagt dir der Name nichts? Nee. Naja, du bist zu jung dazu. Eine alte Münchner Familie. Waren wir das?
Ja, bei dem, was da alles heute Nacht durcheinander gekauft ist, Streifenwagen, LKA, Unselwagen, Spurensicherung und so. Der schöne Rasen. Ja, der alte Kommerzienrat Hennerscheid. Mein Onkel war Buchhalter in der Firma Hennerscheid. Die Firma gibt's nicht mehr, aber die Familie gibt's noch. Und das Geld gibt's anscheinend auch noch. Und der junge Dr. Hennerscheid, der war heute Nacht in dieser Bar, sagst du? Hast du dafür Zeugen? Das war aber nicht einfach. Oder haben Sie schon mal morgens um 5 einen Barkeeper und so ein Mädchen mit der Polizeimarke aus dem Bett geholt? Na klar, liegt doch im Beruf. Ah, guten Morgen, Herr Pelz. Herr Kommissar. Na, das war auch eine kurze Nacht für Sie, was? Ja, ja, Sie werden schon erwartet. Kriminalkommissar Köster, wenn ich nicht irre. Ich bin Gebhard Hennerscheid. Guten Tag, Herr Dr. Hennerscheid. Das ist mein Kollege Heimann. Danke, Herr Heimann. Tag. Darf ich Sie bitten? Wir haben Sie ja heute Nacht leider nicht angetroffen, wie wir hier waren. Ja. Das ist Dr. Pistranek, unser Hausarzt. Ja, wir kennen uns bereits. Darf ich Ihnen etwas anbieten oder dürfen Sie im Dienst nichts trinken? Ach, wir sind keine Lokomotivführer. Wenn Sie einen kleinen Schluck für uns haben. Aber gern. Nehmen Sie doch Platz. Willi. Danke. Die Herren möchten etwas trinken. Pardon, die Herren sind von der Polizei? Ja. Aber Sie haben sie doch heute Nacht hier kennengelernt. Es waren so viele Leute da. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Weiß Ihre Frau Mutter schon von dem Unglück? Nein. Dr. Pistralek hat es für empfehlenswert gehalten, meiner Mutter in ihrem derzeitigen sehr schlechten Zustand nichts von der Sache zu sagen. Nicht wahr, Doktor? Um wen dreht es sich? Um meine Mutter. Ja, selbstverständlich. Das heißt, nein, unter keinen Umständen. Ja, aber sie muss doch heute Nacht irgendetwas gehört haben. Die Stimmen alle und die Autos, der Krach. Der Doktor hatte ihr eine sehr starke Beruhigungsspritze gegeben. Es erleichtert unsere Ermittlungen nicht, wenn wir ihre Frau Mutter nicht befragen können. Wirklich nicht, unter keinen Umständen. Doktor, bitte, beruhigen Sie sich. Wir haben meiner Mutter erzählt, dass Louise plötzlich sehr schwer erkrankt sei. Eine völlig unerwartete Kolik und dass wir sie noch in der Nacht ins Krankenhaus bringen mussten. Diese Mitteilung allein war schon lebensgefährlich. Aber wir müssen sie befragen, wenn es ihr wieder besser geht. Wenn Sie meine Theorie hören wollen, vielleicht war es ein missglückter Entführungsversuch. Sie wissen doch, als man die Entführer der Tochter von Dr. Hessenroth gefasst hat, da hat man bei Ihnen eine Liste gefunden, auf der als mögliche Opfer auch unsere Familie genannt worden war. Das stimmt. Eben. Und vielleicht hat Louise sich gewehrt. Das ist Ihre Theorie. Ist das Cluster für mich? Ja. Oder? Es war ein Einbrecher, der nach Schmuck suchte. Und Ihre Schwester hat ihn überrascht. Leider. Es wäre besser gewesen, sie hätte es nicht getan. Jetzt nehmen Sie ihn in die Mangel. Ach was. Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht einmischen. Ich hab mich nicht eingemischt. Natürlich hast du dich eingemischt. Du hättest dich auch irgendwie herausreden können. Ja, wie denn? Wenn sie es doch so von mir verlangt hat. Wir müssen uns jetzt an den jungen Herrn halten. Seine Mutter macht's nicht mehr neu. Ich habe der Frau Kommerzienrat nichts gesagt. Von mir erfährt sie nichts. Und der junge Herr, er kann froh sein, wenn ich den Mund nicht aufmache. Was da oben passiert, geht uns nichts an. Sie haben einen sehr seltenen Beruf. Vielleicht ist das der besondere Reiz. Zurück zur vergangenen Nacht. Sie waren also nicht hier, als es passiert ist. Nein. Wäre ich nicht noch weggefahren, ich hätte es vielleicht verhindern können. Fahren Sie oft nachts um 1:30 Uhr weg? Gehört das zu Ihren Gewohnheiten? Es gibt Menschen, die leben mehr am Tage, andere mehr in der Nacht. Ich arbeite auch nachts. So auch gestern. Ich habe bis 10:50 gearbeitet. Und dann hatten Sie das Bedürfnis, noch in die EF-Bar zu gehen. Es war nicht schwer herauszufinden. Die EF-Bar ist eines Ihrer Stammlokale. Das weiß sogar Ihr Hausmeister. Und mein Kollege hat sich auch erkundigt. Sie waren wirklich dort. Das hört sich ja an, als würden Sie mich verdächtigen. Ja, stimmt, ich war da. Aber Ihr Hausmeister oder Butler hat auch gesagt, er hätte Ihren Wagen wegfahren hören. Nach dem Schrei. Hat er das? Das war vielleicht das Auto des Mörders. Ja,
Das kann auch sein. Aber heute oder morgen werden Sie Ihrer Frau Mutter die bittere Wahrheit sagen müssen. Sie werden sich denken können, dass ich mich auf diesen Augenblick nicht besonders freue. Bitte verständigen Sie uns, sobald ein Gespräch mit ihr möglich ist. Sie entschuldigen, wenn ich Sie nicht hinaus begleite. Aber selbstverständlich. Meine Schwester. Ich rufe Sie sofort an, wenn die Leiche freigegeben ist. Die Herren waren von der Polizei? Das müssten Sie eigentlich inzwischen gemerkt haben. Sie sollten sich endlich um meine Mutter kümmern. Herr Inspektor. Ja? Oder Herr Kommissar, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich heiße Köster. Weil ich doch kein Alibi habe. Sie haben doch im Bett neben Ihrer Frau gelegen. Ja, aber wenn nun das Gericht, ich meine, falls das Gericht, wenn die meinen, dass sie das nur gesagt hat, weil sie meine Frau ist, dann habe ich kein Alibi. Aber ich war es nicht, Herr Kommissar. Das haben Sie mir mittlerweile 4-mal gesagt. Aber, Herr Kommissar... Ich glaub's Ihnen, dass es nicht wahr ist. Schon, aber, Herr... Kein Aber, ich glaub's Ihnen. Was ist denn das? Das ist der Hausapparat aus dem Zimmer der Frau Kommerzienrat. Willi, gib den Frau! Gestatten Sie. Aber lassen Sie ihn nicht aufhalten. Wir finden uns schon zurecht. Besten Dank. Herr Kommissar, und das mit dem Alibi? Das spricht doch nur für Sie. Wieso? Täter haben immer ein Alibi. Nur gehen Sie schon. Ja. Ich kenne die alte Dame doch gar nicht, aber man spürt sie überall. Ja, bitte. Jawohl. Jawohl, gnädige Frau. 260 bringt er bestimmt, wenn nicht mehr. Hoffentlich nicht in der Stadt. Sag mal, wie lange braucht man von hier bis in die Hefbar? Und wenn man gemütlich fährt, halbe Stunde. Um 10 nach 1 hat er aufgehört zu arbeiten, sagt er. Das sind also 40 Minuten. Das kommt genau hin. Ein Privatgelehrter, ein Assyrologe, arbeitet an einem Keilschriftlexikon. Ich glaube, er lügt. Warum soll der lügen? Warum soll er seine Schwester umbringen? Er ist unverheiratet, sie war unverheiratet, er ist der Alleinerbe. Von den vielen Millionen, die da sind, das hätte doch für beide gelangt. Je mehr sie haben, umso mehr wollen sie. Du wirkst so neidisch heute. Wetten, dass der uns da von irgendeinem Fenster da oben beobachtet? Wir tun ihm aber nicht den Gefallen, darauf zu schauen. Stimmt auch keine von seinen Theorien. Warum eigentlich nicht? Wenn die Schwester einen Einbrecher oder einen Entführer entdeckt hätte, dann hättest du noch nicht so ruhig im Bett gelegen. Wäre doch gekämpft worden, hätte sich doch gewehrt. Unsere Leute haben aber heute Nacht nicht die mindeste Spur eines Kampfes gefunden. Vielleicht hat der Täter die Spuren beseitigt. In der kurzen Zeit. Woher wissen wir, wie viel Zeit er gehabt hat? Von dem Augenblick an, wo die Frau des Hausmeisters den Schrei gehört hat, bis zu dem Moment, wo der Mann die Leiche gefunden hat, er hat gesagt, es waren 12 bis 15 Minuten. Und wer dieser Dr. Hennerscheid mit seinem Maserati aus dem Schneider? Kannst du mich verstehen, Mutter? Die Wirkung der Mittel wird sich bereits eingestellt haben. Lassen Sie das aus der Apotheke besorgen. Willi? Sind Sie's, Willi? Ja, nee, die Frau. Meine Mutter will Sie sprechen. Allein. Ja, gnädige Frau. Ich schließe noch einer Herzen. Ist das Taxi da? Können Sie so Taxi? Ja, da bin ich, Chef. Okay. Moment, man hat mir noch nichts gesagt. Ein großer brauner Umschlag. Ohne Adresse ist er das. Entschuldigung, ein Brief für Sie. Hören Sie zu, so geht das nicht. Wie heißen Sie? Wer hat diesen Umschlag da angenommen und in mein Fach gelegt? Ja, Zentrale, die Kriminalpolizei, aber schnell. Also, wer war's? Ihr könnt mir doch nicht einfach was ins Fach legen, ohne ein Wort zu sagen. Wir können aber nicht länger warten, Herr Dr. Hennerscheid. Sie sagen doch, dass die Nacht gut war. Ist Ihre Frau Mutter also heute ansprechbar? Moment, ich gebe Ihnen mal Herrn Köster. Ja, Herr Doktor. Haben Sie Ihrer Frau Mutter inzwischen Bescheid gesagt? Sie können das nicht länger aufschieben, Herr Doktor. Die Leiche Ihrer Schwester ist freigegeben. Sie müssen jetzt auch die Beerdigung in die Wege leiten. Für mich war es dieser Playboy. Bis 1 Uhr nachts schreibt er in einem Wörterbuch, das völlig überflüssig ist. Anschließend geht er in die Hefbar. Am Tag schläft er nämlich an. Wenn einer am Tag schläft, muss er noch kein Mörder sein. Augenblick, Herr Doktor. Ja? Bitte warten Sie einen Moment. Ich muss gerade ein Gespräch zu Ende führen. Also, Herr Doktor, ich erwarte Ihren Anruf. Bitte lassen Sie sich nicht zu viel Zeit damit, ja? Dankeschön. Ja, ich höre. Der Junge weiß noch nicht so Bescheid. Er hat gerade erst bei uns angefangen.
Die Familie Hennerscheid war kein Druck bei uns. Und gestern waren ja alle Zeitungen voll davon. Können Sie den Hotelpagen für eine halbe Stunde entbehren? Dankeschön. Ich lasse das abholen. Irgendjemand hat im Hotel Drei Könige einen vollkommen neutralen Umschlag, ohne Anschrift, in einem Durcheinander, die haben doch gerade die Modewoche, einem Hotelpagen abgegeben für den Chefportier. Eine Viertelstunde später wird der Chefportier angerufen. Er habe doch eben einen größeren Umschlag bekommen. Er soll sofort die Kriminalpolizei anrufen. Der Inhalt des Umschlags wäre sehr wichtig für die. Es handle sich um den Mordfall Hennerscheid. Aus. Hat er aufgehängt. Ich fahr schon los. Und bring den Hotelpagen mit, wenn's geht, ja? Vom Edi. Danke. Ein schönes Mädchen. Da waren so viele Leute. Und dann eine Hand an der anderen vorbei mit diesem Umschlag und sagt nur, das sei für den Chefportier, der wisse Bescheid. War das ein Mann oder eine Frau, die ihm den Umschlag gegeben hat? Das kann ich Ihnen nicht mit Sicherheit sagen. Es war ein riesengroßes Durcheinander von Hüten und Schultern. Sie haben ja keine Vorstellung, wie es zurzeit bei uns zugeht. Eigentlich habe ich nur die Hand mit dem Handschuh gesehen. Den Umschlag und so eine große dunkle Brille. Die Person sagte, das sei für den Chefportier, der wisse Bescheid. Und dann war sie verschwunden. Was ist denn das? Fotokopie. Ja, da kann man nichts machen. Wir bringen sie wieder ins Hotel zurück. Vielen Dank auch. Althoff soll reinkommen. Ja, eine Geheimschrift. Hieroglyphen? Herr Kommissar. Bringen Sie den jungen Herrn ins Hotel Drei Könige zurück, ja? Nochmals vielen Dank. Grüßen Sie den Chefportier schön. Guten Tag. Guten Tag. Geheimschrift Hieroglyphen. Wie nennt man das genau? Keilschrift. Richtig. Und wo wurde Keilschrift verwendet? In Babylon. Und in Assyrien und so weiter. Und wer ist Assyrologe? Dr. Gebhard Hennerscheid. Glauben Sie, dass er uns das Zeug geschickt hat? Ja, und wenn, warum er so geheimnisvoll? Sag mal, ob ein Graphologe, das ist so eine Handschrift, so mit der Hand geschrieben, ob ein Graphologe feststellen kann, von wem das stammt, obwohl es Keilschrift ist? Ja, vielleicht kann uns das Landeskriminalamt weiterhelfen. Machst du das bitte? Und Gerd, wie viele Fotokopieanstalten gibt es in der Stadt? Ich schätze um die 100. Wird sich nicht vermeiden lassen, alle zu fragen. Ja, ja. Da. Ich? Ja, wer sonst? Lass es aber vorher auf Fingerabdrücke untersuchen. Man wird sich doch an einen so merkwürdigen Auftrag erinnern. Jetzt geh mal. Ja, Köster. Es ist kein leichter Dienst, ist Ihnen das klar? Als Schwester ist man einiges gewöhnt. Ja. Es hat hier in diesem Haus, in dieser Familie, einen traurigen Vorfall gegeben. Der Mordfall Hennerscheid. Sie wissen es? Es hat in den Zeitungen gestanden. Leider, ja. Ich habe es nicht verhindern können. Sie wissen also Bescheid. Aber meine Mutter weiß es noch nicht. Und was haben Sie Ihrer Mutter gesagt, wo Ihre Schwester ist? Alte Leute können sehr misstrauisch und sehr hellhörig sein. Wir haben ihr gesagt, dass Louise plötzlich schwer erkrankt sei und wir sie noch in der Nacht in die Klinik bringen mussten. Aber dort kann sie nicht ewig bleiben. Na, natürlich nicht, aber so... Mama, du solltest doch... Wer ist die junge Dame da? Das ist Schwester Karin. Sie wird dich betreuen. Dr. Bistralek hat sie uns empfohlen. Guten Tag. Guten Tag. Wie war Ihr Name? Schwester Karin. Gut. Warum besorgt das Louise nicht mehr? Mama, du solltest wirklich wieder ins Bett gehen. Aber ich fühle mich sehr wohl im Augenblick. Was ist mit deiner Schwester? Habe ich gefragt. Mutter, wir haben dir doch gesagt, dass sie in der Klinik ist. Ja. Ihr habt mir gesagt, sie ist sehr schwer krank. Sie ist sehr schwer krank. Sie ist tot. Was redest du da? Gib doch zu, dass sie tot ist. Ich weiß es längst, dass sie tot ist. Ihr lügt. In diesem Krankenhaus kann man anrufen. Mutter, die Ärzte erlauben nicht, dass man mit ihr spricht. Ich will in die Klinik, ich will mit dir sprechen. Sie ist, Schwester, sie ist sie tot, sie ich will mit dir sprechen. Komm mal an, sie ist tot. Hennerscheid, Doktor, kommen Sie sofort.
Nicht mehr als ein Dutzend, nur engste Familienangehörige. Sie sind im Augenblick noch da. Schön, Schwester Karin. Wenn wieder was ist, dann wissen Sie ja, wo ich zu erreichen bin. Und jetzt geben Sie mir bitte mal Dr. Hennerscheid, damit er sich nichts dabei denkt, wenn wir so lange miteinander telefonieren. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich höre, Sie haben doch Ihre Familie um sich, da will ich nicht lange stören. Schwester Karin oder wie sie heißt, die hat mir ja schon berichtet, wie es um ihre Frau Mutter steht. Wann haben Sie es ihr denn gesagt? Gestern, ja. Sie hätte es mir nie verziehen, wenn ich es ihr nicht vor der Beerdigung gesagt hätte. Sie ist viel zu kraftlos, um aufzustehen. Ist doch jetzt nicht im Kreise der Familie. Sie liegt im Bett, die Augen geschlossen. Ist ganz apathisch. Also noch keine Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Gut, Herr Doktor, wenn Sie alles hinter sich haben, dann müssen wir uns aber mal unterhalten. Schön. Guten Abend, Herr Doktor Hennerschein. Na, Fingerabdrücke? Eine ganze Menge, aber keine Vergleichsmöglichkeiten. Es werden sich vielleicht noch welche finden. Und das Landeskriminalamt? Hätte ich mir sparen können. Von Keilschrift, keine bloße Ahnung. Das war ja zu erwarten. Genau, 47 abgefragt. Überall im Datum der Kopie gezeigt. Nichts. Wie viel hast du noch? So um die 50. Entschuldige, darf ich mal einen Schluck? Bitte weiterfragen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mir noch ein paar Leute von der Bereitschaft geben lasse? Wenn du welche kriegst. Ich habe übrigens einen Mann gefunden, der imstande ist, unsere geheimnisvolle Keilschrift zu entziffern. In der Staatsbibliothek haben mir zwei kompetente Stellen denselben Experten vorgeschlagen. Wollt ihr wissen, wen? Dr. Hennerscheid. Ja, dem können wir sie wohl kaum schicken. Und dann ist Ihnen noch einer eingefallen, ein gewisser Soliman Ludwig, ein merkwürdiger Mann, wohnt in der Akademiestraße. Und der kann das übersetzen? Der will's versuchen. Köster? Ja, Herr Professor Petersen. Ja, den kenne ich. Assyrologe, Privatgelehrter, arbeitet an einem Keilschriftlexikon. Nein, den Namen brauche ich mir nicht aufzuschreiben, den kenne ich. Da pfeift doch jemand. Pfeift jemand? Natürlich hat jemand gepfiffen. Hast du gepfiffen? Ja. Wieso? Du hast gepfiffen. Entschuldige, aber ich habe nicht angenommen, dass dich das stört. Es stört mich auch nicht. Aber dass du in einem Trauerhaus pfeifst. Pardon. Wieso hast du denn einen Smoking an? Ich wollte dir gute Nacht sagen. Ich gehe in die Oper. Die Riccarelli singt im Don Carlos. Deine Schwester ist kaum unter der Erde. Und du gehst in die Oper. Aber Mama. Das ist unmöglich. Sie wird nicht wieder lebendig, auch wenn ich heute nicht in die Oper gehe. Sie wird nicht.
gnädige Frau, was machen Sie denn? Die Tür. Sie ist aufgegangen. Fehlt Ihnen was? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke, es ist ja gut. Frau Pelz, sagen Sie Willi Bescheid, er möchte das Tor aufmachen. Der Arzt kommt. Ja. Dr. Pistralek? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Der Doktor kommt gleich. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Teddy. Das ist kein Anfall mehr. Das habe ich befürchtet. Das ist ein Absacken des Allgemeinzustandes. Oder ein Schock hat das ausgelöst. Ich habe Sie aber noch vor einer halben Stunde im Haus herumlaufen sehen. Was? Herumlaufen? Ja, sie ist aufgestanden und hat ihr Zimmer verlassen. Ja, was? Was hat sie denn gewollt? Das weiß ich nicht, das hat sie nicht gesagt. Ich versuche, den Stadtpfarrer zu erreichen. Ich fürchte, es ist zu weit. Dann sollte man noch den Sohn verständigen. Ja, wieso? Ist er denn nicht hier? Nein, in der Oper. Ja, bei Hennerscheid. Ist der Stadtpfarrer zu erreichen? Ja, ich habe ja bereits mit ihm gesprochen. Ja, ich bin ich. Ich bin der Arzt. Ja, bitte, kann ich Herrn Köster sprechen? Hauptkommissar Köster. Ich bin der Hauptkommissar. Die Krankenschwester bei Frau Hennerscheid. Ja, es ist eine Verschlechterung eingetreten. Willi. Gehen Sie runter, der Stadtpfarrer wird schon unterwegs sein. Ganz plötzlich. Nein, Herr Dr. Hennerscheid ist in der Oper. Proszeniumsloge rechts. Sie es gehört? Was?
Was? Er. Wer er? Er war da. Er wollte auch mich umbringen. Wer wollte sie umbringen? Er ist gar nicht in der Oper. Ihr Sohn? Erst hat er Louise umgebracht. Jetzt will er auch mich umbringen. Ich will ihn. Nee, die Frau. Der Herr Stadtpfarrer. Grüß Gott, gnädige Frau. Nein, das hätte sich natürlich auch alles einbilden können. Sie hat ja hohes Fieber. Einmal muss noch unterwegs sein. Jedenfalls habe ich gedacht, dass ich es Ihnen erzählen muss. Todesfall im Haus Hennerscheid. Mutter am Tod der Tochter zerbrochen. Morgen allerseits. Guten Morgen. Guten Morgen. Tragik einer Familie. Das ist natürlich wieder ein Fressen für die Zeitung. Jedenfalls ist sie eines natürlichen Todes gestorben. Merkwürdigerweise. Das ist doch noch gar nicht so klar. Sie war nachts in dem Flur. Wieso hat sie sich bei ihrem Zustand gezwungen, aufzustehen? Ja. Daran habe ich auch schon gedacht. Und dann noch das hier. Pass mal auf. Die Übersetzung ist gekommen von Dr. Soliman Ludwig aus dem Babylonischen. Das ist sehr interessant. Hört mal zu. Was unter den Augen des ewigen Himmelsgottes Anu, des ewigen Erdengottes Bel, was im Lande zwischen den Strömen noch nie gehört, das ist die Geschichte eines Liebespaares. Dr. Soliman Ludwig sagt, der Text sei sehr merkwürdig. Er habe von diesem Epos noch nie etwas gehört. Also, wenn Sie mich fragen, da hat sich jemand einen Jux mit uns erlaubt. Naja, ich werde mich mal wieder auf die Suche machen nach unseren Fotokopierdingern. Übrigens, 3 Mann habe ich dazugekriegt. Gratuliere. Warum eigentlich dieser Durchsuchungsbefehl vom Oberstaatsanwalt? Den habe ich beantragt. Das ist ein Trick von mir. Was wollen Sie denn mit dem Trick? Jetzt keine Fragen mehr, bitte. Übernimm mein Telefon. Stell das um. Guten Tag, Herr Kommissar. Tag, Herr Doktor. Ja, meine Herr Kommissar. Na, wie geht es Ihnen? Danke, Oberstaatsanwalt. Darf ich Ihnen meinen Kollegen Heimann vorstellen? Kollege Brenner. Guten Tag. Mein Anwalt, Dr. 70. Guten Tag. Nicht, dass ich Ihnen Schwierigkeiten machen will? Oh, das hätte ich auch nicht erwartet. Die Durchsuchung ist mehr eine Formsache. Ich selber habe das größte Interesse daran. Na, fangen wir doch an. Wollen wir, Herr Köster? Ja. Herr Dr. Hennerscheid, gestatten Sie, dass wir die persönlichen Sachen Ihrer verstorbenen Frau Mutter zuerst einsehen? Natürlich. Das Zimmer meiner Mutter ist dort. Ist was? Nichts Besonderes. Aber ich denke, das genügt uns. Ja, vielleicht ja. Jetzt der Salon. Naja, es ist wirklich nur ein um sich schauen.
Zu mir reicht es ja auch nicht bei der Größe des Anwesens. Ist das ein Gästebuch, Herr Doktor? Ja. Darf ich mir das anschauen? Sie erlauben doch. Natürlich, sicher. Wann ist Ihr Vater gestorben, Herr Doktor? 1949. Ach, so lang ist das schon her. Mein Onkel war nämlich Prokurist in der Firma Ihres Vaters. Herr Oberstaatsanwalt, von mir aus könnten wir das Verfahren jetzt abkürzen. Mich interessiert eigentlich nur noch das Arbeitszimmer von Herrn Dr. Hennerscheid. Sie haben doch ein eigenes Arbeitszimmer. Ja, aber es gibt doch noch das Arbeitszimmer meines Vaters. Wenn wir das auch noch sehen dürften. Inzwischen können sich meine Kollegen mit den übrigen Zimmern befassen, ja? Einverstanden. Natürlich, wenn Sie einverstanden sind. Selbstverständlich. Das Arbeitszimmer meines Vaters. Es ist seit seinem Tode unverändert geblieben. Meine Mutter wollte es so. Sie hatte auch den Schlüssel immer selbst in Verwahrung. Nur Herr Pelz durfte einmal die Woche hier herein, um zu lüften und Staub zu wischen. Nicht wahr, Willi? Jawohl, Herr Doktor. Ist was? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Dann jetzt wohl mein Arbeitszimmer. Es hat allerdings nicht diesen Hauch von Tradition. Tag, Schwester Karin. Herr Kommissar. Es wird noch einen Augenblick dauern. Danke. Sie kennen die Schwester? Ja, wir kennen uns. Herr Dr. Hennerscheid ist Assyrologe. Eine Kapazität. Ist das ein Rollsiegel? Ja, ganz richtig. Das ist Keilschrift. Ein unbekannter Text? Was? Unter den Augen des ewigen Himmelsgottes Anu, des ewigen Erdengottes Bel, was im Land zwischen den Strömen noch nie gehört. Was? Sie können das lesen? Sie nicht? Das ist ja faszinierend. Herr Doktor, darf ich mir das ganz kurz ausleihen? Sie bekommen es in einer Stunde wieder zurück. Ich bin etwas überrascht, dass Sie das lesen können. Darf ich? Martin, bring das ganz vorsichtig ins Präsidium, lass es fotokopieren und bring es sofort wieder zurück, ja? Ist das so recht, Herr Doktor? Ja, Herr Staatsanwalt, dann hätten wir es. Das habe ich gar nicht von Ihnen gewusst. Sagen Sie, hat es irgendwas mit diesem Text auf sich? Sie meinen für unseren Fall? Ja, natürlich. Ja, wissen Sie, es gibt nicht so viele babylonische Texte, dass einem Orientalisten einer davon unbekannt sein könnte. Würde ein neuer auftauchen, dann wäre das doch für die ganze Fachwelt eine Sensation, nicht wahr, Herr Doktor? Es könnte sich also hier um eine Fälschung handeln, nicht? Nein, nicht ganz. Das ist, das will gar kein Original sein. Das ist eine reine wissenschaftliche Arbeit. Lediglich der Inhalt lässt vielleicht eine Anlehnung an vorhandene Originale vermuten, aber auch das wäre eine Irreführung. Aber vielleicht darf ich dir auch noch eine Erfrischung anbieten. Oder sage ich nicht nein. Danke.
Bleiben Sie da. Ist es das, was Sie vorhin am Schreibtisch im Zimmer des verstorbenen Hausherrn vermisst haben? Ich kann mir es einfach nicht erklären. Er lag immer dort. Sie sagen kein Wort. Sie gehen jetzt runter und servieren die Drinks, als ob nichts gewesen wäre. Klar? Kommen Sie her. Ja. Nehmen Sie es mit. Geben Sie zur Spurensicherung. Herr Köster, ich habe mich Ihnen aufgedrängt, weil uns die Fahrt noch die Möglichkeit gibt, ein paar Worte zu wechseln. Und, naja, ehrlich gesagt, ich bin immer noch nicht ganz drüber weg. Wie kommen Sie auf Keilschrift? Ich kann Keilschrift ebenso wenig lesen wie Sie, Herr Oberstaatsanwalt. Was? Das macht Sie ja wieder menschlich. Uns ist eine Kopie dieser Keilschriftaufzeichnungen zugestellt worden. Die habe ich übersetzen lassen von einem gewissen Dr. Soliman Ludwig und habe sie auswendig gelernt. Der Herr Ludwig sagt, der Text sei keiner der bekannten assyrischen Originale. Er sei neu. Ließ aber auf eine ungewöhnliche Begabung des Verfassers schließen. Herr Küste, macht es Ihnen was aus, wenn Sie da drüben halten? Dann habe ich nur noch ein paar Schritte. Aber selbstverständlich. Danke. Halt mal da vorne. Vielen Dank, Herr Küste. Ja, schauen wir, wo ist das, oder? Aber sonst, Herr Küste, die ganze Sache interessiert mich doch zu sehr. Was ist das für ein Text? Das ist eine Art Tagebuch. Das ist eine heikle Geschichte. Die Geschichte einer Liebe zwischen Bruder und Schwester. Sagen Sie, hat es das nicht bei den Babyloniern gegeben? Geschwister-Ehe? Bei den Ägyptern, Herr Oberstaatsanwalt. Und das hat er alles selbst verfasst, Herr Hennerscheid. Ja. Alles selbst geschrieben. Die Geschichte einer Liebe zwischen Bruder und Schwester. Und die beiden haben ständig Angst, dass die Mutter was davon erfährt. Die sehr fromm ist und die Götter fürchtet. Und natürlich auch die Tochter an einen reichen Erben verheiraten will. Ja. Der Dr. Ludwig sagt, das sei eine Art Gesang des Bruders, in der er seine Eifersucht dem fremden Mann gegenüber Ausdruck gibt, der ihm die Schwester wegnehmen will. Und der letzte Gesang endet damit, dass der Bruder sich überlegt, ob er die Schwester töten soll. Haftbefehl gegen Dr. Hennerscheid? Aufgrund eines Keilschrift-Tagebuchs, Herr Köster, ich weiß nicht recht. Vielleicht finden wir noch mehr. Vielleicht haben wir sogar schon was. Ja. Von dem Hausmeister, von seiner Frau, von Dr. Hennerscheid, von der Kommerzienrätin sind doch in der Mordnacht Fingerabdrücke sichergestellt worden. Die müsst ihr doch haben. Die liegen doch mal im Bericht. Na also, war die ganze Aufregung wieder mal umsonst. Und wann? Ja, bitte beeilt euch. Soll das also kopiert werden oder nicht? Ist das dasselbe? Natürlich. Hast du nicht Dr. Hennerscheids Gesicht gesehen, wie ich getan habe, als könnte ich das lesen? Aber warum haben Sie ihm dann gesagt, dass Sie das Original noch für eine Fotokopie brauchen? Der weiß doch nicht, dass wir schon eine Kopie haben. Der soll aber wissen, dass wir eine Kopie haben und dass ich sie lesen kann. Ich bin neugierig, was er jetzt macht. Den Bericht über den Brieföffner kriegen wir übrigens heute. Halten Sie Dr. Hennerscheid für den Mörder? Ich halte ihn vorerst mal, ich halte das für ein Bekenntnis. Dass er mit seiner Schwester was gehabt hat? Er hat es nur dem hier, seinem babylonischen Tagebuch, anvertraut. In der Amalienstraße, ganz unten, schon fast an der Akademie. Kollege hat's entdeckt. Na siehst du, Geduld bringt Rosen. Und wer hat's fotokopieren lassen? Das Mädchen oder die Verkäuferin hat sich genau erinnern können, an die Keilschrift und an den Mann. Sie hat ihn etwa so beschrieben. Und wenn das nicht auf den Hausmeister oder Butler Willi passt, fresse ich aber im Besen. Ja, das sieht so aus. Den wollte ich mir sowieso jetzt vorknüpfen. Gerd, pass mal auf. Wir müssen gleich wieder weg. Du erinnerst dich doch an dieses elegante Gästebuch im Salon. Das war sehr informativ. Was war denn so interessant an dem Buch? Die Eintragung natürlich. Bis vor 4-5 Jahren haben die Hennerscheids ein reiches gesellschaftliches Leben geführt. Jeden Monat eine große Einladung. Mindestens 50 Namen im Gästebuch. Auch noch nach dem Tod des Vaters. Und dann plötzlich, seit 4-5 Jahren, nichts mehr. Und Sie glauben, dass damals die Beziehung zwischen den Geschwistern angefangen hat? Das ist möglich. Und in diesem Jahr eine einzige Eintragung eines Herrn Berchtold von Rieninger, am 4. Mai. Er allein? Als Gast nur er allein. Und dann wieder ein langer zeitlicher Sprung. Und jetzt die Eintragung der nächsten Angehörigen
bei der Beerdigung von Louise Hennerscheid. Du nimmst dir diesen Herrn Berchtold von Riedinger mal vor und ich mache inzwischen einen anderen Besuch. Bitte schön. Ich gehe noch bei Bodenstedt vorbei. Okay, mach das geschickt. War schlimm, wie ich das gehört habe von Fräulein Louise Hennerscheid. Es war sehr schlimm. Haben Sie sie gut gekannt? Ich habe sie eigentlich überhaupt nicht gekannt. Aber Sie waren doch zumindest am 4. Mai im Haus eingeladen. Doch, doch. Nicht so, wie Sie jetzt meinen. Gekannt habe ich sie schon. Ich wusste, wie sie aussieht. Ich weiß noch, wie sie ausgesehen hat. Ich habe ihre Stimme gekannt, wenn Sie das alles meinen mit kennen. Wirklich gekannt habe ich sie nicht. Und den Bruder? Den Bruder eben auch nur so. Haben Sie und Fräulein Hennerscheid... Haben Sie... Also... Sind Sie indiskret? Wenn Sie uns helfen wollen, die Sache aufzuklären, dann müssen Sie mir schon gestatten, ein paar indiskrete Fragen zu stellen. Ich habe nicht gesagt, dass ich Ihnen helfen will. Also, ich habe Louise Hennerscheid bei einer Auktion kennengelernt. In meiner Pause sind wir, also Sie, Ihr Bruder und ich, ins Gespräch gekommen, haben uns unterhalten, wie man sich eben unterhält. Und Sie haben mich eingeladen. Und Sie waren dort? Ich war dort. Denke mit Schaudern an dieses Abendessen zurück. Es war, als ob wir zwei, Fräulein Louise und ich, zwischen zwei stummen Marionetten am Tisch saßen. Von einer dritten Marionette bedient. Es war alles wie tot, wie von Mode überzogen. Dr. Hennerscheid wie eine Spinne ließ mich kaum einen Moment aus den Augen. Die Kommerzienrätin auch wie eine Spinne. Blanker Hohn im Gesicht, wenn sie ihren Sohn angesehen hat. Heute geradezu ein Albtraum für mich. Ein bedrückender Abend. Schlimm. Deswegen sind Sie nicht mehr hingegangen? Deswegen nein. Herr Dr. Hennerscheid hat mich am nächsten Tag angerufen. Ich spreche im Auftrag meiner Schwester, Herr von Redinger. Sie möchte nicht, dass Sie hier anrufen. Sie möchte nicht, dass Sie ihr Blumen schicken. Sie möchte, dass Sie jeden Kontakt mit ihr beenden. Verstehen Sie mich? Absolut beenden. Sie sagt es Ihnen nicht selbst, weil ich es Ihnen sage. Respektieren Sie das. Ich fürchte, ich werde Ihnen nicht viel sagen können. Tja, also, die Familie Hennerscheid, Sie haben sie doch seit langem gekannt, Herr Pfarrer. Ja, allerdings. Wir haben natürlich unsere Theorien. Danach kommen nur zwei in Frage. Für beide Möglichkeiten gibt es Anhaltspunkte. Indizien, sogar Spuren. Entweder hat... Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ich muss Sie auf das Beichtgeheimnis hinweisen. Ach, die alte Kommerzienrätin hat Ihnen vor Ihrem Tod gebeichtet. Auch das unterliegt dem Beichtgeheimnis. Aber sie ist doch tot. Das Beichtgeheimnis gilt auch einem Toten gegenüber. Wenn die alte Kommerzienrätin... Gott hab sie selig. Ja. Wenn sie den Mord an ihrer Tochter gebeichtet hätte, wäre aber der Sohn entlastet. Das ist zweifellos richtig. Wäre es dann nicht ihre Pflicht, Herr Pfarrer? Meine Pflicht ist, darüber zu schweigen, ob und wenn ja, was die alte Dame gebeichtet hat. Auch wenn der Sohn dadurch in, also milde gesagt, Ungelegenheiten kommt. Auch dann? Auch dann? Manchmal, nein, meistens vergisst man ja die lächerlichen kleinen Sünden der guten Leute noch, bevor man wieder aus dem Beichtstuhl heraus ist. Und manchmal nicht. Manchmal ist es schwer, die Geheimnisse anderer zu wissen. Aber ich sage mir dann, das ist ja schließlich der Sinn der Beichte, dass ich die schrecklichen Geheimnisse mittrage, wenn ich sie weiß. Ganz allgemein gesprochen natürlich. Dann danke ich Ihnen, schöner Pfarrer. Ich wüsste nicht, wofür. Ich habe Ihnen ja wohl nicht helfen können. Ja, dann muss ich jetzt also einen Haftbefehl für Dr. Hennerscheid beantragen. Oder? Sie wissen bestimmt auch, was Ihre Pflicht ist.
Ach, Sie, Herr Dr. Hennerscheid. Ich hatte an sich nur Ihren Hausmeister bestellt. Der Doktor hat darauf bestanden, dass er mitkommt. Wollen Sie dem Butler beistehen? Es haben sich Umstände ergeben, die Sie zwingen könnten, auch mir Fragen zu stellen. Ich will diesen Fragen nicht ausweichen. Bitte kommen Sie rein. Sie haben also doch den Mund nicht halten können. Herr Kommissar. Bitte nehmen Sie sich einen Stuhl. Was schreibst du da? Das Protokoll über mein Gespräch mit Herrn von Riedinger. Und was war da? Wir haben keine Geheimnisse mehr. Herr Dr. Hennerscheid muss ungeheuer eifersüchtig gewesen sein, als seine Schwester und dieser Herr von Riedinger sich näher kennengelernt haben. Er sagt wörtlich... Das genügt. Herr Doktor, Sie sagten vorhin, es wären Umstände eingetreten. Sie meinen den Brieföffner, den wir in Ihrem Arbeitszimmer gefunden haben. In der Hauptsache, ja. Es könnte die Mordwaffe gewesen sein. Es ist die Mordwaffe. Herr Pelz, warum Sie diesen Brieföffner, der ja eigentlich in das Arbeitszimmer des verstorbenen Hausherrn gehört, vor uns versteckt haben, das kann ich verstehen. Sie wollten den Herrn Doktor decken. Aber andererseits haben Sie ihn auch wieder belastet. Warum? Wie geht es zusammen? Sie haben das Manuskript von Herrn Doktor in einem Geschäft in der Amalienstraße fotokopieren lassen und haben es uns in die Hände gespielt. Wollen Sie nun wieder den Verdacht auf Herrn Doktor lenken? Und woher wussten Sie überhaupt, dass in diesem Tagebuch die Geschichte von Herrn Dr. Hennerscheid und seiner Schwester steht? Von Keilschrift haben Sie doch keine Ahnung. Haben Sie das wirklich gemacht, Willi? Ja. Das heißt, nicht freiwillig. Die gnädige Frau hat es von mir verlangt. Sie hat mir das Manuskript gegeben, ich musste es fotokopieren lassen, als der Herr Doktor gerade mal nicht zu Hause war. Sie hat mich auch ins Hotel geschickt und hat mir alles genau erklärt. Herr Doktor, ich wollte nicht, dass Sie... Aber die lange Zeit, die ich bei der gnädigen Frau zu Hause gewesen bin... Also muss Ihre Mutter den Inhalt gekannt haben. Den Anfang kannte sie. Ich habe ihr und meiner Schwester in der ersten Zeit der Niederschrift oft daraus vorgelesen. Aus Stolz, ich gebe es zu. Sie hatte auch gegen unsere Gefühle nichts einzuwenden. Und dann merkte sie... Und sie wollte uns mit aller Gewalt trennen. Bis zur Enterbung. Das hier haben unsere Chemiker herausgefunden. An dem Brieföffner war noch Blut. Man hat versucht, es abzuwaschen, aber was unser Chemiker im Labor ist, der findet schon noch was. Ist dieselbe Blutgruppe. Aber das ist noch nicht alles. Es sind die Fingerabdrücke Ihrer Mutter. Die große Familie Hennerscheid, seit Generationen Vorbild und höchstes Ansehen. In einer solchen Familie passiert so etwas nicht. Und wenn es doch passiert, dann kommt es zur Tragödie. Die alte Dame hatte wahrscheinlich nur noch ein Ziel, diese Sünde aus der Welt zu schaffen. Durch Mord. An ihrer eigenen Tochter. Tja, der Sohn sollte lebenslänglich bestraft werden. Deshalb die fotokopierten Aufzeichnungen an uns und deshalb die Mordwaffe in ihrem Arbeitszimmer. Wahrscheinlich hat sie sie in der Nacht, bevor sie starb, noch dorthin gebracht.